Nur noch wenige Tage bis Olympia. Die Welt schaut auf Chinas Sportstars. Gespannt und misstrauisch. Wird der Kampf um Gold mit fairen Mitteln geführt? Es gibt Fragen. Es geht um Doping. Und um große Gefahren für die Zukunft des Sports. Wird Doping das alles beherrschende Thema dieser Spiele? China versucht das fieberhaft zu verhindern. Mit allen Mitteln. Peking, Stadt der Spiele. Ein Großteil der chinesischen Olympioniken ist bereits vor Ort. Doch eine Stadt macht dicht. Die Athleten in Trainingszentren kaserniert, von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Einblicke unerwünscht. Wir merken, für westliche Journalisten in China ist das Arbeiten in diesen Tagen besonders schwierig. Vor allem, wenn es um Doping geht. Der Italiener Francesco Liello wurde festgenommen, als er über einen Dopingskandal in einer Sportschule im Landesinneren berichten wollte. Fragen nach Doping sind tabu. Beharrlich wird geschwiegen. Ich fand einfach keinen Weg, keinen Zugang, so oft ich es auch versuchte. Es ist wie eine Wand ohne Risse. Da ist kein kleines Loch, durch das man hindurchschauen könnte, wo man anfangen könnte zu graben, um durchzukommen. Es gibt keinen Weg. Kein Wunder. Immer wieder standen Chinesen im Mittelpunkt von Dopingskandalen und Dopingverdächtigungen. Chinas Athleten, oft erfolgreich, aber auch Weltklasse beim Dopen. Kaum ein Land hat in den vergangenen 15 Jahren mehr überführte Dopingsünder gehabt als China. Fehltritte einzelner oder systematischer Missbrauch? Um Antworten zu chinesischen Dopingpraktiken zu bekommen, müssen wir zunächst das Land verlassen. Seoul, Südkorea. Wir treffen Chuan Xiaomin. Sie war gedopt, als sie für China ihre größten Erfolge erzielte. Chuan Xiaomin gewann olympisches Silber im Schwimmen. Sie will jetzt mit uns reden. Erstmals gibt eine chinesische Sportlerin offen Doping zu. Schon als Kind wurden ihr gefährliche Mittel verabreicht. Wenn Kinder gedopt werden, bekommen sie immer stärkere männliche Züge. Erst mit so einem Körper können sie Medaillen gewinnen. Nachdem ich die gewonnen hatte, konnte ich sagen, Ruhm, Geld und Anerkennung, das war es wert zu dopen. Heute weiß Chuan Xiaomin, dass Kinderdoping ein Verbrechen ist. Sie hat China den Rücken gekehrt, ist Schwimmtrainerin in Südkorea. Wir begleiten sie zu einem Wettkampf der Olympia-Qualifikation des Landes. Chuan Xiaomin trainiert junge koreanische Schwimmerinnen. Sie war im gleichen Alter, als sie in China mit gefährlichen Dopingmitteln auf Sieg getrimmt wurde. Die Mittel haben wir in regelmäßigen Abständen bekommen. Das war im Zimmer im Wohnheim. Ich konnte das nicht jeden Tag zu mir nehmen, da die Nebenwirkungen erheblich waren. Wenn es Probleme gab, musste ich das sofort meinem Trainer melden. Chuan Xiaomin gehörte zu den Besten. Sie schwamm bis weit in die 90er Jahre in Chinas Elite. Sie war erfolgreich, aber der Erfolg war teuer erkauft. Meine Stimme klang allmählich immer männlicher und der Adamsapfel trat bei mir extrem hervor, wie das bei Frauen normalerweise nicht der Fall ist. Die männlichen Züge kamen allmählich immer mehr zum Vorschein.
Ich hatte später viele gesundheitliche Beschwerden. Ich veränderte mich total. Den Kopf konnte ich nicht heben, als ob ich krank wäre. Ich hatte ein Fiebergefühl, aber meine Körpertemperatur war gar nicht erhöht. Ich hatte überhaupt keine Energie, keine Lebenskraft mehr. Und das ging ziemlich lange so. Zhuang Xiaomin ist eine mutige Frau. In ihrem Heimatland ist sie geächtet. Ihre offenen Worte wären ihr in China zum Verhängnis geworden. Wenn ein chinesischer Sportler heute sagt, dass China Dopingmittel einsetzt, kann es schon Probleme geben. Sollte er aber diese Erklärung zum Beispiel vor internationalen Journalisten abgeben, dann beschmutzt er damit die kommunistische Partei. Und das wird sie nicht zulassen. Die Folgen wären klar. Vielleicht wird der Sportler eingesperrt. Vielleicht wird man ihn auch umbringen. Dass so etwas passiert, ist sehr wahrscheinlich. Zurück in China. Wir wollen mit anderen Athleten sprechen. Doch im Olympialand herrscht eine Atmosphäre der Angst. Informanten sagen plötzlich Gespräche ab. Ein Mitarbeiter unseres Teams wird von der Polizei verhört. Ebenso ein Sportler, der mit uns über jahrelange Dopingpraktiken reden will. Ein Interview will er nun doch nicht mehr geben. Auch wir fühlen uns beobachtet, besonders in unseren Hotels. Wir wollen es nun wissen und installieren in einem unserer Zimmer eine versteckte Kamera. Werden unsere Recherchen überwacht? Wir präparieren Dokumente auf dem Schreibtisch. Das Hotelpersonal scheint nicht nur zum Putzen ins Zimmer zu kommen. Neugierige Blicke in staatlichem Auftrag? Klar ist jetzt, unsere Unterlagen sind hier nicht sicher. Wir fahren nach Shaoxing, Ostchina, um eine von Chinas Top-Schwimmerinnen zu sehen. Hier findet einer der wichtigsten Ausscheidungswettbewerbe für Olympia statt. Junge Schwimmerinnen aus der Provinz Hunan sind der Konkurrenz um Längen voraus. Vor allem Li Xuanxu, 14 Jahre alt. Sie besiegt Frauen, die fast 10 Jahre älter sind. Ihre unglaublichen Leistungen sind für die Fachleute rätselhaft. Man nennt Li Xuanxu das Wunderkind. Über ihr Leben entscheiden Funktionäre. Das Mädchen wollte nicht Leistungssportlerin werden. Trotzdem wurde das Wunderkind zu Feng Zhen geschickt. Sie ist eine der härtesten Schwimmtrainerinnen Chinas. Die Sportführung in Hunan will Sieger um jeden Preis. Die Mutter der Kleinen ist ständig dabei und unterstützt den harten Trainingskurs. Bis zu 120 Kilometer schwimmt das Wunderkind in der Woche. Das Pensum ist für ein so junges Mädchen eigentlich kaum zu schaffen. Die Mannschaft aus der Provinz Hunan nennt man in China die Babyarmee. Bis zu 3-mal Training am Tag in völliger Isolation. Die Babyarmee soll sich nur aufs Schwimmen konzentrieren. Wie man die kleinen Mädchen so schnell macht, sagt uns keiner. Zu viele Fragen, zu viele Aufnahmen. Wir sollen hier nichts erfahren. Und so wird das Misstrauen genährt. Kaum erklärbar, wie Kinder solche Zeiten schwimmen können. Im chinesischen Sport gibt es mehrere solcher Trainingsgruppen. Beweise für Dopingpraktiken gibt es zwar keine, aber glaubhafte Belege für saubere Leistungen auch nicht.
Als Li Xuanxu ihre besten Zeiten schwamm, gab es keine einzige Dopingkontrolle des Weltschwimmverbandes. Langjährige Schwimmexperten sind skeptisch. Wenn jemand nicht unter den 10 Weltbesten ist und überraschend Spitzenleistungen bringt, dann ist das nicht normal. Und bei jeder dieser plötzlichen Leistungssteigerungen in den letzten 4 Jahren wurde erwiesenermaßen gedopt. Wenn also im Jahr 2008 urplötzlich unbekannte Schwimmer, egal aus welchem Land, Höchstleistungen bringen, dann schauen wir da ganz genau hin. Häufig ist es Betrug. China hält dagegen, man habe das schärfste Anti-Doping-Kontrollprogramm in der Geschichte des Landes aufgelegt. Nur ausgewählte Athleten dürfen darüber mit uns reden. Im Jahr 2007 waren meine Leistungen nicht gut. Trotzdem bin ich 10-mal getestet worden. Im olympischen Jahr ist es deutlich mehr geworden. Allein seit Jahresbeginn kamen die Kontrolleure mindestens 10-mal zu mir. Bei dem Wunderkind nimmt man es nicht so genau. Und es bleiben Fragen zu dem zweifelhaften Umfeld junger Sportler in China. Im Publikum entdecken wir die Trainerin Xu Huaiqing. Eine ausgewiesene Doperin. Junge Schwimmer einer Provinzmannschaft waren ihre Opfer. Dafür wurde sie 2-mal gesperrt. Für den chinesischen Schwimmverband sind solche Trainer im Nationalteam untragbar, sagt man uns. Solche Leute werden bei uns nicht im Training auftauchen. Sie werden überhaupt nicht auftauchen. Manchester, England. Wenige Tage später reisen wir zu den Kurzbahn-Schwimm-Weltmeisterschaften. Zu den Titelkämpfen im 25-Meter-Becken hat China ein kleines Team entsandt. Auch der Präsident des Schwimmverbandes ist wieder da. Ganz in seiner Nähe, als Mitglied des chinesischen Trainerstabs, entdecken wir wieder die Dopingtrainerin Xu Huaiqing. Wir wollen wissen, wie ist das möglich? Der Präsident will plötzlich nicht mehr mit uns reden. Kein Wunder, eine Kinderdoperin betreut die chinesische Nationalmannschaft. Auch sonst schweigen sich die chinesischen Funktionäre in Manchester aus. Die Startlisten der Wettkämpfe. Jede Nation nennt Fakten und persönliche Angaben zu den Sportlern, nur China nicht. Teams aus der Volksrepublik, oft die großen Unbekannten. Das kann bei Dopingtests zu Verwirrungen führen. Es gab Fälle, bei denen die Kontrolleure glaubten, einen bestimmten Athleten vor sich zu haben. Doch es kam eine andere Person. Das gab es wirklich. Sportler haben das bestätigt. Die Kontrolleure können offensichtlich die chinesischen Sportler manchmal nicht auseinanderhalten. Der chinesische Schwimmverband behauptet, solche Täuschungsmanöver habe es nie gegeben. Doch wie glaubwürdig ist Chinas Anti-Doping-Kampf wirklich? In China ist im Olympiajahr Doping ein hochsensibles Thema. Der Welt soll ein positives Bild des Landes vermittelt werden. China legt Wert auf ein sauberes Image. Die Pekinger Zentralregierung will mit allen Mitteln eines verhindern: dass Doping-Schlagzeilen dieses Bild zerstören. Die Kommunistische Partei bestimmt allein, was in China öffentlich über Doping gesagt werden darf. Alle wichtigen Positionen im Sport nehmen Parteikader ein. Erst nach monatelanger Wartezeit wird uns die Genehmigung erteilt, den Generaldirektor des Sportministeriums zu interviewen. Wir wollen erfahren, ob die Volksrepublik Fortschritte gemacht hat in der Dopingbekämpfung. Im Jahr 1990 hatte die Volksrepublik China gerade mal 165 Tests bei ihren Athleten über das ganze Jahr gemacht. Seitdem haben wir das sehr ausgebaut. Es ist eine Steigerung um ein Vielfaches. In ganz China gibt es rund 30.000 Hochleistungssportler. Jetzt machen wir für diese Athleten rund 10.000 Kontrollen im Jahr. Das offizielle China zeigt sich also zufrieden. 10.000 Kontrollen.
kaum mehr als im vergleichsweise kleinen Deutschland. Wir besuchen die Zentrale der neu gegründeten chinesischen Anti-Doping-Agentur, die CADA. Die Kontrolleure werden durch das ganze Land geschickt, um Dopingproben der Athleten zu nehmen. Im neuen Kontrolllabor prüfen Spezialisten die Urin- und Blutabgaben der Sportler. Alle Messgeräte entsprechen den internationalen Standards, wird uns erklärt. Stolz erzählt man uns, China hatte im Jahr 2007 nur 15 Dopingfälle, weit weniger als andere Länder. Dass wir so wenig positive Fälle haben, liegt daran, dass wir unsere Abschreckung verstärkt haben. Es werden mehr Sportler getestet und es drohen strengere Strafen. Das hat dazu beigetragen, dass Athleten, die früher gedopt haben, eingeschüchtert wurden und es jetzt nicht mehr wagen. Die Angaben aus dem Hauptquartier von Chinas Anti-Doping-Agentur lassen sich nur schwer überprüfen. Die Zusage, dass wir Kontrolleure bei der Arbeit filmen dürfen, wird plötzlich zurückgezogen. Wer überprüft Chinas Anti-Doping-Kampf? Können chinesische Athleten auch von internationalen Kontrolleuren unabhängig und zuverlässig getestet werden? Seltene Bilder. Die einzigen Dreharbeiten, die in den vergangenen Jahren von internationalen Dopingkontrollen in China gemacht werden durften. Schwedische Kontrolleure auf dem Weg zu einer Sportanlage im Sommer 2005. Sie wollen chinesische Leichtathleten testen, unangekündigt, wie es die Regeln vorschreiben. Haben Sie ihm gesagt, wer wir sind? Wir haben eine Genehmigung vom Internationalen Leichtathletikverband und von der chinesischen Anti-Doping-Kommission. Die Herren sind internationale Dopingkontrolleure. Bitte gehen Sie erstmal dort rein. Im Wachhäuschen müssen Sie sich ausweisen. Er sagt, Sie dürfen hier nicht rein. Nicht erlaubt? Warum? Das sind die Richtlinien hier. Ausländer dürfen hier nicht rein. Das sagt das chinesische Gesetz. Ein klarer Regelverstoß. Dopingkontrolleure müssen hier freien Zugang haben. Es gibt bestimmte militärische Bereiche, da ist es schwierig, da kommt man nicht rein. Da müssen Sie wohl vorsichtig sein. Ja, sonst kommen wir in den Knast. Wirklich? Man sollte nicht allzu viel provozieren, die gehen von ihren Militärgesetzen aus. Da ist nicht viel Spielraum für Anti-Doping-Arbeit. Schwierige Arbeitsbedingungen. Athleten in abgesperrten Wohnblocks sind schwer zu kontrollieren. Nach langem Hin und Her steht endlich eine Hammerwerferin zum Dopingtest bereit. Zuverlässige Kontrollen müssen aber schnell und unangekündigt sein. China kann dafür seit Jahren nicht garantieren. Nicht einmal im Olympiajahr. Dopingkontrolleure bestätigen uns das. Trotzdem glauben internationale Beobachter, dass China im Kampf gegen Doping Fortschritte gemacht hat. Ich verfolge Chinas Anti-Doping-Aktivitäten und Anti-Doping-Organisationen schon seit 20, 25 Jahren. Es ändert sich ständig etwas. Es gibt Verbesserungen und nun haben sie eine sehr durchstrukturierte neue Organisation etabliert, ganz offensichtlich als Folge der Vergabe der Spiele an ihr Land. Manchmal werden gedopte Athleten tatsächlich erwischt. Kunming, Südchina. Erstmals dürfen wir das Training der Olympiaschwimmer drehen. Aber wieder Interviewverbot. Berechtigte Zurückhaltung? Kurz nach unseren Aufnahmen wird bekannt, dass es in der Schwimmnationalmannschaft einen neuen Dopingfall gibt. Klar ist, in China wird nach wie vor gedopt. Und ein Großteil der gefährlichen Substanzen kommt aus dem eigenen Land. Unsere Recherchen führen uns nach Jiangxun, Nordostchina. Eine Industriestadt mit 8 Millionen Einwohnern. Etwas außerhalb der Firmensitz von Jinzhai, dem weltweit größten Produzenten von künstlichen Wachstumshormonen.
In einem Werbefilm im Internet preist das Unternehmen Gentropin an, ein Wachstumshormon, angeblich nur für kleinwüchsige Kinder. Das große Geld soll Gene Tsai allerdings mit dem illegalen Handel machen. Gentropin für die Bodybuilder-Szene und den Leistungssport. Millionen lassen sich damit verdienen. Der Kopf der Firma, Lüe Jin. Wir wollen mit dem Firmengründer und Chef selbst sprechen. Die Interviewanfrage wird abgelehnt. Bilder dürfen wir hier auch nicht drehen. Nach unseren Recherchen ist Gene Tsai sogar teilweise in staatlichem Besitz. Lüe Jin erwarb sich seine wissenschaftlichen Kenntnisse in den USA. Jetzt wird er dort mit Haftbefehl gesucht. Wir verfolgen Lüe Jins Spur. New York. Über diese chinesische Bank in Manhattan soll er jahrelang seine Amerika-Geschäfte abgewickelt haben. Die Bank of China. Insgesamt sollen rund 3,5 Millionen US-Dollar auf die Geschäftskonten geflossen sein. Besuch bei der Staatsanwaltschaft Providence, Rhode Island. Hier wurde gegen den chinesischen Geschäftsmann Anklage erhoben. Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Lüe Jin. Über 60 Seiten Anklageschrift zum angeblichen millionenschweren Deal mit dem Wachstumshormon Gentropin. Das Internet war der Grundstein des Handels mit menschlichen Wachstumshormonen. In der Klageschrift vor dem Bezirksgericht wird ausgeführt, dass Lüe Jin eine Vielzahl von E-Mail-Adressen nutzte, um Kunden in der ganzen Welt und in den USA zu bedienen. Ein weltweiter Schwarzmarkt, überschwemmt von chinesischen Dopingsubstanzen. Wir treffen Ricardo, Bodybuilder. Er will nicht erkannt werden. Seit Jahren spritzt er sich verbotene Dopingsubstanzen. Er kauft den Stoff meistens über Freunde oder übers Internet. Der Großteil der Mittel kommt aus China, erzählt er uns. Man hat mehr Kraft. Die Muskeln wachsen. Es gibt mehr Energie. Manche kriegen Pickel, aber ich habe nie welche bekommen. Nach jedem Zyklus mit den Mitteln lasse ich beim Arzt immer meine Leber- und Blutwerte untersuchen. Meistens sind die okay. Chinesische Dopingsubstanzen im Fitnesssport. Ein Markt mit enormen Gewinnen. 21. September 2007. Start für die Polizeiaktion Raw Deal. Ein weltweiter Schlag gegen die Dopingmafia. Bundesbeamte der Drug Enforcement Administration nehmen in den Vereinigten Staaten über 120 Personen fest. Kleinkriminelle, Ärzte, Dealer. Im ganzen Land werden Untergrundlabore geschlossen. Mehrere Millionen Dollar werden sichergestellt. 99% der beschlagnahmten Substanzen stammen aus China. Zeitgleich werden in 9 weiteren Ländern, auch in Deutschland, Dopingpräparate gefunden. Wir sind in der Nähe von Washington mit einem Beamten der Drug Enforcement Administration verabredet, Rusty Payne. Von hier aus wurde die Aktion Raw Deal gelenkt. Bei den Ermittlungen nahm die DEA 37 chinesische Firmen ins Visier, die in den Dopingskandal verwickelt sein sollen. Doch die Behörden in China kooperieren nur halbherzig mit den US-Ermittlern. Der illegale Handel geht weiter. Das ist längst nicht der letzte Fall. Steroide aus China werden uns weiter beschäftigen. Auch heute noch findet man im Internet Angebote für Anabolika oder Wachstumshormone aus China. Auch in Washington wächst der Unmut über die chinesische Anti-Doping-Politik. Kongressabgeordnete wie Cliff Stearns fordern, China muss im Jahr der Olympischen Spiele hart gegen den illegalen Dopinghandel vorgehen. Er sieht darin eine große Gefahr für die Gesundheit seiner Landsleute. Wir haben das klar angesprochen. Diese Produkte wird es hier nicht mehr geben. Und wenn diese Firmen nicht geschlossen werden, dann werden wir den Import auch anderer chinesischer Produkte stoppen. Und so zwingen wir sie, das Thema anzugehen.
Wir kehren zurück nach China. Offenbar hat die Regierung auf den Druck aus den USA reagiert. Einige Apotheken und Unternehmen sind geschlossen worden, heißt es. Auch der Firma Jinsei soll die Lizenz für die Produktion ihres gefährlichen Wachstumshormons entzogen worden sein. Aber nur vorübergehend. China sieht sich auf dem richtigen Weg in der Dopingbekämpfung. Was die internationale Kritik am illegalen Handel mit Medikamenten angeht, so nimmt die chinesische Regierung diese Kritik sehr ernst und ergreift derzeit einige wirkungsvolle Maßnahmen, um den illegalen Handel zu unterbinden. Wie wirkungsvoll sind diese Maßnahmen? Über einen Strohmann bestellen wir telefonisch mehrere Dopingsubstanzen. Darunter EPO und ein Anabolikum. Estradiendione. Hallo, guten Tag. Ich hätte eine Frage. Können Sie mir sagen, was 100 Gramm Estradiendione bei Ihnen kosten? Wenn Sie 100 Gramm haben wollen, dann kostet das 1500 Yuan. Dann würde ich nur noch gerne wissen, wann können Sie mir das schicken? Wir dürfen vor Olympia nichts verschicken. Wir sollen die Substanz selbst abholen, heißt es am Ende des Gesprächs, und wir machen uns auf den Weg. Um den Kauf zu dokumentieren, drehen wir mit versteckter Kamera. Der Empfang ist freundlich. Wir geben uns als Berater deutscher Pharmaunternehmen aus. Das reicht. Der Mitarbeiter stellt uns keine weiteren Fragen. Für 100 Gramm Estradiendione mit Reinheitszertifikat bezahlen wir 1500 Yuan. Rund 150 Euro. Ein echtes Schnäppchen, wie sich später herausstellen wird. Zum Abschied sagt uns der Verkäufer: Diese Substanz ist ein Dopingmittel, sagt unsere Regierung. Deshalb dürfen wir sie in der Zeit um die Olympischen Spiele herum eigentlich nicht verkaufen. Aber nach den Spielen geht das Geschäft mit diesen Mitteln wieder einfacher. Auch mit dem Kauf des gefährlichen Dopingmittels EPO haben wir keine Probleme. Wir drehen wieder mit versteckter Kamera. Nach einem kurzen Verkaufsgespräch erhalten wir diese Probe. Bei Interesse könnten wir jederzeit größere Mengen bestellen, bietet man uns an. Dopingkontrolllabor Köln. Hier lassen wir die Substanzen testen. Mario Tevis hat die 100 Gramm Estradiendione, die wir für 150 Euro gekauft haben, genau analysiert. Bei Estradiendione handelt es sich um ein anaboles Steroid mit einem unkalkulierbaren gesundheitlichen Risiko, denn es hat nie pharmazeutische und klinische Prüfungen bis zur Vollendung durchlaufen. Und aufgrund dessen kann es nur über den Schwarzmarkt bezogen werden, wo es in den Mengen etwa 100 Gramm einen Wert von etwa 6.000 bis 7.000 Euro besitzt. Und als Referenzverbindung für ein Labor wie unseres würde es etwa 30.000 bis 40.000 Euro kosten, solche Mengen zu erwerben. Für 150 Euro gekauft, hier bis zu 40.000 Euro wert. Der Stoff, Grundsubstanz zum Beispiel für Trendepot. Bei Bodybuildern ist dieses Dopingmittel beliebt. Damit werden extrem schnelle Erfolge im Muskelaufbau erzielt. Experten können es kaum fassen, wie einfach solche Substanzen im Olympia-Gastgeberland immer noch zu kaufen sind. Halt nicht, absolut nicht tragbar. Ich glaube, das ist den chinesischen Behörden auch klar, dass so etwas absolut nicht geht. Aber anscheinend bekommt man dieses Problem nicht in den Griff. Mehrere Firmen sind dort immer noch aktiv, wie ihre Recherchen gezeigt haben. Und die Dinge, die sie verkauft haben, sind ja hochrein, hochgefährlich und entsprechen eigentlich einem kriminellen Akt hier in Europa. China, Reich der Mittel. Dopingsubstanzen für die ganze Welt, made in China. Chinas Regierung versucht, das Problem in den Griff zu kriegen. Wir sind in der Provinz Yunnan und Peking ist weit weg. Aufnahmen in einem der bekanntesten Sportzentren Chinas werden uns gestattet, die Sportschule Kunming. Vom Nachwuchsathleten bis zum Olympiastar,
eine ideale Trainingsstätte für chinesische Leistungssportler. Die Athleten sind in einfachen Wohnsilos untergebracht. Der Staat kommt für den Lebensunterhalt der Sportler auf. Ein System der Unterstützung ähnlich wie damals in der DDR. China schöpft in Provinzen wie Yunnan aus einem riesigen Talentreservoir. Sie alle haben einen großen Traum. Sie wollen einmal dabei sein bei Chinas größtem Sportfest. Die Nationalspiele. Alle 4 Jahre, wie hier in Nanjing. Die Provinzen messen sich miteinander. Tausende von Athleten aus dem ganzen Land nehmen dort teil. Hier lockt das große Geld. Für einen Sieg bekommen Athleten mitunter höhere Prämien als bei Olympia. So kann auch die Versuchung groß sein, dem Erfolg nachzuhelfen mit Doping. Immer wieder gab es hier Dopingfälle. Josef Zapusek war Kanu-Nationaltrainer in China. Der gebürtige Tscheche sollte die Chinesen zu Gold führen. Vor kurzem wurde er wegen angeblicher Erfolglosigkeit entlassen. Als er 2005 den Job antrat, sollte er zunächst eine chinesische Mannschaft für die Weltmeisterschaften zusammenstellen. Am Anfang eigentlich habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Und da plötzlich kam der Hammer, so 70-80% der Mannschaft ist zurückgezogen. Das heißt, ich hatte nur ein paar Sportler, die ich zur Weltmeisterschaft nehmen könnte. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was ist der Grund? Bis ich da so ein bisschen herumgefragt habe und ein bisschen selbst ein bisschen überlegt hatte, was ist, warum. Und dann eigentlich kam ich so ein bisschen zu der Erkenntnis, naja, wenn man in der Nationalmannschaft ist, da kommt man automatisch auf diese Dopingliste, diese Kontrollliste. Und da habe ich das Gefühl gehabt, einige Provinzen haben sich das nicht gewünscht im Hinblick auf die Nationalspiele. Und das war so erst mal so Erkenntnis, wo ich dachte, aber hallo, du, was geht hier los? Zurück in der Sportschule der Provinz Yunnan. Gewicht heben. Keine andere Sportart hat in den letzten Jahren in China so viele Dopingfälle gezählt wie diese olympische Disziplin. Doch darüber redet hier niemand. Es seien bedauerliche Einzelfälle in anderen Provinzen gewesen, sagt man uns. Im Jahr der Olympischen Spiele sollen Dopingfälle auch hier unbedingt vermieden werden. Es drohen harte Strafen. Wenn ein Dopingfall bei uns in der Sportschule entdeckt würde, dann hätten wir ein großes Problem. Denn unser Land ist sehr strikt. Dann gibt es befristete oder lebenslange Sperren. Auch wir Trainer werden gesperrt. Außerdem finanzielle Sanktionen, Geldstrafen. Es ist ganz klar, wer das Anti-Doping-Gesetz nicht einhält, der verliert seinen Job. Mehr noch, ein einziger Dopingfall würde die Existenz der gesamten Sportschule gefährden. Ganze Abteilungen und die Leiter der Einheiten würden zur Verantwortung gezogen. Es ist klar, wenn meine Sportler bestraft würden, dann würde auch ich als Schuldirektor bestraft. Wir lassen also größte Vorsicht walten. Das Dopingverbot darf nicht übertreten werden. Nur ein Sünder, aber alle müssen büßen bei Dopingvergehen. Das strenge Regiment im Olympiajahr. Am sichersten ist es also, wenn nicht gedopt wird oder wenn man dabei nicht erwischt wird. Die Provinzsportverwaltung, erklärt man uns, mache Dopingkontrollen in Eigenregie. Unangekündigte regelmäßige Tests, heißt es. Wie viele Kontrollen gab es im vergangenen und in diesem Jahr, wollen wir von einer Heberin des Provinzteams wissen. Ich bin nicht getestet worden. Es gab keine unangekündigten Tests. Wenn ich woanders trainiere, muss ich für etwaige Kontrollen zwar Bescheid geben, wo ich mich aufhalte, getestet hat mich aber keiner. Das Kontrollsystem ist offenbar lückenhaft. Wir verlassen Yunnan, denn wir erhalten brisante Informationen über eine völlig neue Dimension des Dopings, das Gendoping.
Gentherapie, Hoffnung für viele Kranke. Der Missbrauch des Verfahrens ist Gendoping. Die Manipulation des Erbguts zur Leistungssteigerung. In Baltimore, USA, wird zur Gentherapie geforscht. Wir treffen den koreanischen Wissenschaftler Si-Jin Lee. Er schaffte es, bei Mäusen einen Stoff zu spritzen, der ungehemmte Muskelbildung auslöst. Ergebnis? Ein bis zu vierfaches Anwachsen der Muskulatur, wie von selbst. Irgendwann soll seine Genforschung für medizinischen Fortschritt sorgen, zum Beispiel im Kampf gegen Muskelschwund. Doch schon jetzt hat die Doping-Szene das Verfahren für ihre ganz eigenen Zwecke entdeckt. Leider bekomme ich auch sehr viele Anfragen, die mir nicht gefallen. Die meisten kommen per E-Mail. Bodybuilder und Sportler schreiben mir. Die sind wohl daran interessiert, wie man diese Art des technischen Fortschritts für unlautere Zwecke nutzen kann. Und das heißt also, für den Missbrauch. Auch bei deutschen Wissenschaftlern wächst die Angst vor Gendoping. Wie bei Patrick Diehl von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er ist auch tätig für die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA als Gendoping-Experte. Patrick Diehl wendet sich an den Deutschen Bundestag. Der Grund? Ein Durchbruch in der Forschung chinesischer Wissenschaftler. Die Chinesen fanden heraus, auch das einfache Schlucken des Stoffs, der den Mäusen noch gespritzt werden musste, kann die ungehemmte Muskelbildung aktivieren. Der Schritt vom Tier zum Menschen nur eine Frage der Zeit? Dann genügt es ja, wenn man einfach eine Substanz, die man sich relativ einfach beschaffen kann, synthetisieren kann, sozusagen mit der Nahrung zu sich nimmt. Man kann es, um es mal überspitzt zu sagen, in Sportdrink mischen. Und da ist die Hemmschwelle natürlich auch sehr gering, von Seiten des Athleten es zum Beispiel anzuwenden. Und das empfinde ich als sehr bedrohlich. In Peking wollen wir mehr erfahren. Im Institut für Mikrobiologie. Von hier stammen die Forschungsergebnisse. Zu den hohen Risiken des Missbrauchs bekommen wir von den chinesischen Wissenschaftlern keine Antwort. Jegliche Stellungnahme wird abgelehnt. Gendoping. Eine Gefahr für die Zukunft des Sports? Oder längst schon Wirklichkeit im Olympiajahr? Wir fliegen nach Kanada. In der Nähe von Toronto sprechen wir mit Mauro Di Pasquale, langjähriger Dopingkontrolleur und Sportmediziner. Di Pasquale steht in ständigem Kontakt mit Profisportlern in Nordamerika. Es geht um Gendoping. Ich weiß aus Gesprächen mit Trainern und anderen Insidern, dass es Vorfälle gibt. Ich kenne mehrere Profifußballer, Footballer und sogar Amateursportler auf olympischer Ebene, die nach China gefahren sind, um Gendoping vornehmen zu lassen. Und wo ist das möglich? Wissen Sie das? Ich kann Ihnen die Namen nicht geben, aber es sind Ärzte aus Unikliniken, aus Krankenhäusern und auch aus Privatkliniken beteiligt. Sie würden Sportler seit Jahren mit Stammzellen behandeln, zur Leistungssteigerung. Für Experten ist eindeutig, das ist Gendoping. Wenn das praktiziert werden würde, dann würde es nach der Definition der WADA, so wie sie in den Statuten steht, wie man es auch im Internet auf der Homepage nachlesen kann, definitiv Gendoping sein, was da praktiziert wird. Bei weiteren Nachforschungen erhalten wir einen anonymen Hinweis auf ein chinesisches Krankenhaus. Gendoping sei dort möglich. Wir schreiben eine E-Mail an die Klinik und geben uns als Trainer eines amerikanischen Schwimmers aus. Wir interessieren uns für eine Stammzellbehandlung unseres Sportlers, schreiben wir, zur Leistungssteigerung. Kurz darauf die Antwort. Wir sollen uns an Ihre Kollegen in einem anderen Krankenhaus wenden. Dort gibt man sich zunächst zurückhaltend, aber wir könnten ja vorbeikommen. Am Freitag um 10.30 Uhr. Zum vereinbarten Termin fahren wir zu der Klinik in China. Wir drehen wieder mit versteckten Kameras. Unsere Tarnung bleibt weiterhin der angebliche amerikanische Schwimmtrainer. Wir kommen in die Spezialabteilung für Stammzellbehandlung.
Viele Schwerstkranke glauben hier an ihre letzte Chance, die Behandlung mit Nabelschnur-Stammzellen. Wird die Klinik diese Therapie tatsächlich auch an einem kerngesunden Sportler vornehmen und das ausschließlich zur Leistungssteigerung? Besuch beim Stationsarzt und seinem Assistenten. Mein Sportler will seine Leistung verbessern. Können Sie bei ihm eine Stammzellbehandlung machen? Ja, ich kann Ihnen ein Angebot machen. Wir haben zwar keine Erfahrung in der Behandlung von Sportlern, aber die Behandlung ist sicher. Es kann nichts passieren. Wie könnten Sie ihn unterstützen? Es kann die Lungenfunktion stärken. Die Stammzellen gehen in den Blutkreislauf und gelangen dann in den Organismus. Und wie läuft das ab? Es dauert 2 Wochen. Ich empfehle 4 intravenöse Verabreichungen. 40 Millionen Stammzellen, vielleicht auch das Doppelte. Je mehr, desto besser. Wir benutzen auch Wachstumsfaktoren. Aber da müssen Sie aufpassen. Die hier, die stehen auf der Dopingliste. Und was kostet die Behandlung? In den USA würde die Krankenkasse das nicht bezahlen. Daher müssen Sie schon selbst die Kosten übernehmen, also auf eigene Rechnung. Alles in allem kommen wir auf einen Betrag von $24.000. Die Behandlung eines Sportlers ohne medizinischen Befund. Die Gesundheitsrisiken sind unabsehbar. Allein der Versuch solcher Praktiken ist im Sport verboten. Man zeigt uns schon mal ein Zimmer. Hier kann der Sportler ab November zur Behandlung einziehen. Mit den Ergebnissen unserer Recherche reisen wir nach St. Petersburg, Russland. Hier tagt die weltweit höchste Instanz im Kampf gegen Doping, die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Die internationalen Experten beraten über Gendoping. Wir zeigen dem Generaldirektor der WADA unsere Aufnahmen aus dem Krankenhaus in China. Es ist erschreckend, dass Gesundheitsexperten einen solchen Mangel an Ethik an den Tag legen und für viel Geld Experimente an Menschen durchführen. Das passt nicht zu den Standards, die wir normalerweise von Ärzten und Medizinern erwarten. Und was bedeutet das für die Dopingbekämpfung? Das ist noch viel schlimmer. Denn was die da vorschlagen, bedeutet einen totalen Bruch mit den Standards, die wir eingeführt haben, um Betrug durch Gendoping oder Gentherapie zu verbieten. Und es ist schrecklich zu sehen, dass es vielleicht jetzt angewendet wird, in dem Land, wo die Spiele stattfinden werden. Gendoping, die schlimmste Bedrohung für den Sport, in China ist es möglich. Im Reich der Mittel, ethische Grenzen kaum definiert zwischen Markt und Moral. Die Fortschritte in der Dopingbekämpfung sind zwar erkennbar, vieles aber ist reine Propaganda. Die größte Angst der Chinesen ist es, das Gesicht vor der Weltöffentlichkeit zu verlieren, gerade im Kampf gegen Doping, gerade vor Olympia.